Hallo Leute, hallo Freunde der Ehrlichkeit und der Offenheit und der Menschlichkeit. Ja, ihr habt das sicherlich meine Botschaften schon gelesen. Kinder brauchen Papa und Mama, gleiche Rechte für Vater und Mutter, Gesetze ändern, Kinder ist gleich kein Besitz. Also ich bin quasi ein betroffener Vater, der halt seine Töchter viel zu selten sieht. Und ich bin halt inzwischen meine Ein-Mann-Demo. Also ich war gerade eben daneben an beim Deutschen Bundestag, war da wieder mal 2 Stunden vor der Tür gestanden. Und das mache ich nicht zum ersten Mal. Und ich denke einfach, es muss hier in diesem Land etwas geschehen. Es kann nicht länger so zugeschaut werden, dass hier viele, viele Kinder ohne Vater aufwachsen. Ich finde es einfach eine Katastrophe und eine Schande für so ein Land wie Deutschland, das den in Anspruch nimmt, führend zu sein, wirtschaftlich führend zu sein, aber menschlich halt leider Schlusslicht mit weitem Abstand. Und ich denke, wir brauchen hier eine Gesetzesänderung, wir brauchen Gleichberechtigung von Vater und Mutter, gleiche Rechte. Die Diktatur der Mütter, sie muss endlich beendet werden. Und ich könnte schon sagen, das deutsche Volk, das steht hinter mir. Ich habe jetzt in kürzester Zeit schon 1000 Unterschriften gesammelt. Und ich würde halt bitten, unterstützt es auch, geht auch auf die Straße. Wo sind die ganzen betroffenen Väter? Wo sind die Opas, Omas, Tanten, Onkels, Freunde, Kollegen, Nachbarn? Also manchmal denke ich schon, Deutschland ist kollektiv im Leiden, im staatlich verordneten Leid. Und ich finde sogar, es hat inzwischen tragische Ausmaße angenommen. Ich würde sogar so weit gehen, würde von einem seelischen Holocaust sprechen, denn diese vielen kleinen Kinderseelen, die zerstört werden, ohne Grund, also ich weiß nicht warum. Ich denke, wir müssen einfach mit diesem Thema anders umgehen, offener, ehrlicher, menschlicher. Andere Länder machen es uns vor, wir brauchen nur gucken, Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Dänemark, Skandinavien, Australien, überall geht man offener mit diesem Thema um. Man hat die Gleichberechtigung. Hier in Deutschland ist es so, man versucht die Probleme mit per Gerichtsbeschluss zu lösen und das ist eine Katastrophe. Wir brauchen Jugendämter, Familiengerichte müssen dringendst reformiert werden. Der Begriff Kindeswohl muss neu definiert werden und es muss einfach mit einem anderen Verständnis mit dem Thema umgegangen werden. Wir brauchen einfach schon im Vorfeld psychologische Beratung, Therapie, Mediation. Also Mediation ist quasi Vermittlung. Und nur so, denke ich, kann man dieses Thema überhaupt noch in den Griff bekommen. Und ich frage mich halt, wann will die Regierung damit anfangen? Deutschland zerstört sich selber und das auch noch durch Recht und Gesetz, durch Gerichtsbeschluss. Und ich bin halt nun einer... Ich könnte sagen, ich bin der einsame Rufer in der Wüste. Ich bin eben der Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Und ich werde auch gleich im Anschluss jetzt noch an den Kuhdamm wieder gehen, downziehen, also KDW. Und wir brauchen eine Revolution für dieses Thema. Und da hoffe ich halt, dass sich da in den nächsten, am besten so schnell wie möglich, irgendwas ändert. Also ich wünschte, diese Speakers Corner hier, die wird es überall geben. Ich finde es eine tolle Sache, dass Leute endlich mal ihre Meinung sagen. Deutschland ist ja sowieso bekannt, deutsche Mentalität, immer Kopf in den Sand stecken, alles schlucken, immer irgendwie nur funktionieren wie eine Maschine. Und wenn man halt anders ist wie ich, dann wird man in diese psychisch kranke Ecke gestellt und da kommt man einfach nicht mehr raus. Und das ist schon, also ich finde es einfach tragisch, dass man hier Menschen, die irgendwie noch eine eigene Meinung haben, die so ein bisschen den Kopf aus der Masse strecken, dass man die vorwärts versucht zu diskriminieren und fertig zu machen und dann sehen sie ihre Kinder nicht mehr. Und gut, also das war meine kurze Ansprache. Herzlichen Dank. An euch. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für den Beitrag. Wir haben jetzt von Occupy. Heißt das so?